Level 22. Wir wollen wieder eine Runde Zahlenfolgen vervollständigen. Hier eine schöne kleine Zahlenfolge. Joa. Pausier gerne einmal das Video, mach's einmal selbst und dann schau mal, was ich so mir gedacht habe dabei. Jetzt einmal pausieren. Okay. Fangen wir so an. Runter, hoch. Runter, hoch. Runter, hoch, runter. Eine alternierende Zahlenfolge. Okay. Was wir auch wieder schön sehen können, ist, dass hier auf jeden Fall addiert wird. Von 10 auf 23 haben wir plus 13. Von 6 auf 19 haben wir plus 13. Und von 9 auf 22 haben wir auch plus 13. Okay. Und jetzt haben wir ja diese tolle neue Operation kennengelernt beim letzten Mal. Wie war das doch? Um von 25 auf 10 zu kommen, um von 23 auf 6 zu kommen, beziehungsweise um von 19 auf 9 zu kommen, muss ich das Querprodukt anwenden. Das Querprodukt ist das Produkt der Ziffern. 2 mal 5, 2 mal 3 und 1 mal 9. Okay. Querprodukt, 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 Querprodukt. Ich bilde das Produkt der Ziffern. Bilde das Produkt der Ziffern. Also rechne ich 2 mal 2. Kriegen wir hin, gerade so ist 4. Die Regel dieser Zahlenfolge lautet hier also Querprodukt plus 13, Querprodukt plus 13, Querprodukt plus 13, Querprodukt plus 13. Am Ende bekommen wir 4. Als nächstes käme 17, dann hätten wir 7, dann hätten wir 20, dann hätten wir 0. Ups. Wenn du auch eine schöne Zahlenfolge am Start hast, teile sie doch mit uns. Schreib sie mir in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, ob wir daraus was Schönes machen können. Danke dir, dass du wieder dabei warst. Arbeite weiter an deinen Logik-Skills. Das ist wichtig und kann wertvoll sein für später. Man weiß nie, wo einem mal eine Zahlenfolge begegnet im Leben. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.